war der Turm nochmal? Oh Gott, wo war der dämliche Turm hier nochmal? Turm. Müsste es nun nicht hier irgendwie auffällig sein? Ah, hier. Okay. Hat sich in einen anderen Bereich versteckt. Looks like we made it here in one piece. Was für ein Level habe ich eigentlich nochmal? 87, ja, ja. Geht ja. Ob sich das lohnt, falls ich welche habe, Glückstränke sich reinzupfeifen. Ich glaube nicht wirklich, oder? Mein, könnte ich machen. Müsste da oben nicht ein Händler sein? Da oben ist ein Händler. Könnte ich mir eigentlich ein paar Glückstränke kaufen? Oh, und ich könnte eigentlich auch mal hier Dingsbums lagern. Damit ich vielleicht ein Erfahrungsplus-Item, nicht Item, Rezept mir reinpfeife. That's a pretty tall tower we're looking at climbing. Haben wir eigentlich diese Schweininchen hier irgendwo? Mhm. Da. Könnte ich aber auch Erfahrungspunkte mir holen. Erfahrungsboost M. Was ist das? Achso. Erfahrungsboost L. Ich will lieber das haben. Damit könnte ich was haben? Die Effektdauer ist um 2 Minuten erhöht. Oder ich mache das hier, womit ich... erhöht die Wirkung um 30%, sobald die übrige... sobald die übrige Wirkdauer weniger als die... meine Fresse, könnte das noch langsamer gehen. Die Hälfte beträgt. Okay. Ja, wäre wahrscheinlich besser, ne? Ich könnte jetzt theoretisch auch das eine Zeug machen, aber egal. Ich will die Erfahrungspunkte. Ich will die Erfahrungspunkte haben. Mit wem laber ich denn jetzt hier? Kisara, let's talk for a bit. So, Kisara, once this fight is all over, I'm guessing you plan on heading back to Vicent? Yeah. I've seen and learned so much traveling Dano with you all. I want to see those lessons applied back home. Hopefully I can use that knowledge to help reform Menencia even further, so it can be a model to other realms. What about you, Alphen? What's your plan? That's a good question. I think I would be happy just to be able to put my fighting days behind me and live a calmer, more peaceful life. Granted, all I've ever known is how to swing a sword. I'm not sure that switch will be so easy. Still, as long as I have somewhere to come home to, somewhere with a roof and 4 walls without any holes in them, that'll be good enough for me. It would be a home with enough food to make sure I don't go hungry, and a warm bed at night so I don't freeze. It wouldn't have to be anything fancy. You've always been modest like that. But you're forgetting something else that makes a home. Family. What if you and Shion... I'd hate to make this conversation all about me. Is there anything you want for yourself once things are over? For myself? I've never really thought about it.
Well, there is one thing I can think of. I don't know if I should say it, though. Yeah? I want a fishing pond. Really? Yeah, I've been thinking about it for a while now. I love fishing, but it's always been such a process to actually do. You always have to make all these preparations before you go out and fish. It'd be nice to have a place I could visit without that hassle. Dig a pond, fill it with water, and get some fish for it. If I could do that, I wouldn't have to worry about Zoogles, and everyone could use it. You really do love fishing, if you're even thinking of ways to help other people enjoy it. I do. Just don't tell him I said any of this, okay? Him? You mean Dohalim? True. If he caught wind of it, it might turn into a way bigger project than it really needs to be. Not only that, he's still determined to make Vicente's residents happy. But personally, I feel his power would be better put to use elsewhere. So if I ever get around to making my fishing pond, I'd rather do it on my own. Well, if you ever need help, don't hesitate to ask. I don't know my lures from my rods, but I can definitely help with any manual labor you need. That's sweet of you to offer. I think I'll take you up on that. And then, with the fish I catch there, I could treat everyone to special home-cooked dinners. I'm getting excited already just thinking about it. I suppose I never realized until this conversation that I had any dreams like that for myself. Thank you, Alfin. Oh. Da habe ich wohl ihre Bindung wohl fertig. Once I finish folding these clothes, I'll go to sleep. Cool. Maximale Bindung. Kriegt sie jetzt auch eine neue mystische Arte? Yep. Endspieler. Rise and shine. We're almost ready to. Da kann ich natürlich nicht sehen. Ah, ich würde sagen, ich mach das mal weg, damit. Wait, halt. Ah, jetzt, okay. Ich mach das mal weg, damit sie das hier macht. Hoffentlich. Ich will sehen, was das ist. Kann ich ein paar Sachen kaufen? Oh, Glückstränke habe ich schon voll. Aber die Tränke des Lebens sind nicht voll. Allheilmittel habe ich, glaube ich, noch nie verwendet hier. Und wenn, dann haben vielleicht die Charakter das irgendwann automatisch verwendet. Aber ich selbst habe es nie verwendet. Auch weil die ganzen Statusveränderungen, wenn dann, nur echt sehr kurzfristig mal da waren. So einfach wirklich nicht der Rede wert gewesen sind. Schön, dass ich hier überall noch irgendwelche Rüstung kaufen kann, die überhaupt nichts wert sind. Oh, warte, 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 warte. Kann ich da was machen? Oh, das ist besser als das, was ich derzeit trage? Ja, klar ist das besser als das, was ich derzeit trage. Das, was ich derzeit trage, ist die bescheuerte Teufelswaffe. Die nichts taugt. Ja, ich glaube, ich sollte mal für die ganzen Leute hier, die ich derzeit verwende, neue Rüstung anfertigen. Zumindest für die, die halt eine Teufelswaffe tragen und momentan in der Gruppe sind. Oder kann ich vielleicht sogar für alle? Hm, ihre Durchdringung geht nach unten. Ach komm. Bin mal ein bisschen spendabler. Ich frag mich, wo man hier diese Eisenpfeife herkriegt. Kein Schimmer von woher diese Eisenpfeife ist. Hoodle? Stairs. Es war jetzt nicht so weiter wichtig, also. Ich werde jetzt garantiert nicht irgendwie nach dieser komischen Waffe suchen, aber wundert mich schon ein bisschen, weil bis jetzt habe ich die nirgendwo gefunden. Why would someone build this? Not to live in, I'm guessing. Right? It would take someone real kooky to build all this. Right.
Oh, warte. Nee, ich bin ja noch nicht an der Spitze. Bin ja noch nicht an der Spitze. Diese astrale Energie ist incredible. Es ist so thick hier. Even we can sense it. Get ready, everybody. I was born ready. Nothing. Ja, ja, ja. Klappe. Oh, was mache ich denn? Hallo, was? Wie? Wait, what? What? Sag mal, ich habe jetzt gerade aufs Touchpad und auf die falsche Taste gedrückt und ich hatte bei beiden aber dasselbe Menü. Willst du mich verarschen? Spiel? Was machst du gerade? Oh, hey. Was ist das? Resistenz. Ja, hier kannst du haben. Was suche ich hier gerade? Ach so, hier. Genau. Ich glaube, ich brauche 3. Scheint so. Look up there. Prozella Silf. Merkwürdiger Name. Was für ein Level? Du bist 66 und Riesen Chicken Wing war, glaube ich, Level 70 oder so. Wie die mal jetzt gar keine Herausforderung darstellen, ne? Im Vergleich zu vorher, wo ich halt mega Probleme hatte. So, und jetzt? Ach so, jetzt ist erstmal, genau, jetzt kommt der Riesen, das Riesen Chicken Wing. Macht irgendwas. Oh. Du hast die Wand da eingerissen, okay. Wunderte mich etwas. Warum zum Geier, wenn der da vorbeifliegt, kriege ich Schaden? Du siehst aus wie so ein Final Fantasy Boss. Ohne Witz. Wait, ihr Boost ist schon wieder ready? Jo, fix. Au. Wie zum Geier kann es eigentlich sein, dass das Viech da mal eben hier so eine Wand einreißt, aber nicht den Turm, wenn es hier dagegen klatscht, mit voller Wucht? Das macht sowas von überhaupt gar keinen Sinn. Der Turm müsste eigentlich nicht mehr existieren. Kann man den eigentlich überhaupt angreifen? Ah ja, bei dem bin ich gestorben. Bei Sylf... So... Slor? Slor. Slor? Greif mich jetzt ja nicht an. Ich hole die Worte. Nur für den Fall der Fälle. Meine Fresse, was für ein Damage. Warum zum Geier konnte ich mich gerade nicht bewegen? Irgendwas ist der Große da machen. Okay, eine weitere Gegnerwelle. Ah, verdammt.
You have such an incredible technique. Brute force is nothing without elegance of form. Obwohl ich getroffen worden bin, habe ich dennoch erhöhte Cast-Zeit. Oder kürzere Cast-Zeit, vielmehr gesagt. Nicht erhöhte. Kann irgendjemand noch sehen, was hier passiert? Ich sehe nur noch Effekte. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest das alles als Nahkämpfer machen. Gott, ich krieg das Kotzen. Aber wie gesagt, schickere Grafik, tolle Special Effects und so weiter, ist ja schön und gut, aber das Kamerawackel und dieses Effektgewitter machen halt, dass Nahkampf nicht gerade angenehm ist zu spielen. Für mich zumindest persönlich. Heads up, Alpin. This is our chance. Oh no. I'm not done. Echt jetzt? Aber Rinval. Oh, hat aber echt verdammt wenig Leben. Und weg ist er. Ich find's ein bisschen schade, dass halt die ganzen großen Klopper keine wirkliche Herausforderung darstellt. Ich hätte jetzt gern das gehabt, dass ich gegen das fette Vieh direkt kämpfe und nicht quasi, oh, ich steige auf seinen Rücken und hau da irgendeinen Kern kaputt. Würde mir auf jeden Fall mehr so gefallen, als halt das, was ich jetzt hatte. Weil, warum halt so einen großen Gegner haben, wenn am Ende nur so ein kleines Irgendwas kaputt machen muss? Das finde ich schade. Wir haben es geschafft. Ja, die Astro-Energy ist dispersing. It shouldn't cause any more problems. Okay. Whew, that was harrowing. Now that we've taken care of that light, I guess all that's left to do is tell Bayfon. Seine Handschuhe mit diesem Lichteffekt sind einfach nur komplett übertrieben. Aber sowas von. Yeah. Das sieht zwar schick aus, aber das ist auch gleichzeitig einfach irgendwie too much. You okay, Rinwell? I'm fine. This whole thing just reminded me how different I am. I'm a freak that doesn't belong on Dana or Rena. Even if I don't look like it from the outside. I mean, sure. Maybe it's a little unusual that you can use magic. But if we're talking about unusual... I didn't have memories, a face, or a sense of pain. Everyone called me Iron Mask. And then on top of that, I was born over 300 years ago. If anyone's a freak, it's me. Join the club. I have my thorns. Dohalim's a Renan lord who gave up his title. And Kisara believes Danans and Renans can live in peaceful coexistence together. Ja, und Rinval hat einen Vogel. And I used to work for the Snake Eyes, remember? You guys. And... Oh, and my feet get stinky real easily too. Nette Info. Too much information, Law. Yep. Yeah, but Alphen, you do that thing where you grind your teeth really loudly in your sleep. I don't see how that's... Wait, I do? Hört sich nicht gesund an. Well, at least it's not as bad as when you... When I what? Whoa, guys! Why are we even arguing about this? You're the one who made this weird. Thanks, everyone. It makes me so happy to have such caring friends. I need to be better at not keeping this stuff bottled up. I know it's not good for me. But I'm gonna work on it. So don't worry about me, okay? I wonder if she perceives being a mage to be a source of continual obligation. Rinwell's pretty much the only one left. Sometimes I think it might have been easier for her to have just kept it hidden.
But I guess that wouldn't solve much. Indeed. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich jetzt eigentlich bekommen? Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht genug, um ein Level zu haben. So at this point, it's safe to say we've beaten all of those things that we saw flying out of the wedge, yeah? Yes. There were 4 lights, so that should be all of them now. They put up a good fight, but we beat them right back down again, huh? Weren't you even a little scared while we were fighting them? A little. But we still managed to beat them with our own hands. That's what matters here. Yeah, exactly! I do hope that really is the last we see of them. Each one seemed to be unique and correspond to a different element. I doubt there are more of them running around out there that we don't know about. Wouldn't you agree? Why did you look at Dohalim when you said that? No big reason. I just figured I stole some of his usual thunder by explaining it. I know how much he loves to do that. You know him well at this point. Okay. Gibt's hier oben noch irgendwas Nettes? Nö, ne? Nö. Das Einzige, was hier ist, ist halt das da. Das sieht halt auffällig aus, aber ich glaube, das ist nur Dekoration. Na gut. Dann mal zurück nach Nies. Okay. We finally made it. Wer ist denn der Typ? Crap! Was ist das denn gewesen? Gerade noch so, als wenn er schwer verletzt wäre und jetzt guckt er grimmig drein und meckert rum, oder was? Ihr Freaks seid's wieder. Was macht ihr in Nies? Habt ihr mich den ganzen Weg hierher verfolgt? Ach, das ist der Typ, den ich auf dem Berg getroffen habe. Ich glaube, der war verletzt oder so, oder? Ja, glaub schon. Kurz bevor ich quasi dann zum Turm kam und dann gesehen habe, oh shit, ich habe da so einen Chicken Wing mit Level 70. Right. Nein, ich habe sie gebeten, dich zu suchen und das Licht zu untersuchen. Du sprichst mit niemand Geringeren als dem Flammenschwert und seiner Crew. Genau das sind wir. Wir sind hergekommen, um dir mitzuteilen, dass die Sache erledigt ist. Du brauchst dich nicht weiter sorgen. Oh, großartig. Danke, aber das Mädchen unter euch gefällt mir immer noch nicht. Nimm sie mit und verschwinde aus unserem Reich. Sofort. Wie du wünschst. Hey. Torvin, was zur Hölle ist los mit dir? Was hast du nur gegen dieses Mädchen? Weil sie eine Dinäerin ist, die Astralarzt benutzt. How? Was? Stimmt das? Ja. Ja, ich spüre Astralenergie und kann ihren Fluss manipulieren. Ich stamme aus einer langen Reihe dänischer Magier. Ich habe noch nie gehört, dass... Das liegt daran, dass wir uns immer verstecken mussten. Ich bin die letzte Übriggebliebene. Also brauchst du dir keine Sorgen um andere machen. Ihr habt sie gehört. Sie ist ein Monster. Ein Monster, das noch mehr Unheil anrichten wird, wenn sie hier bleibt. Verschwinde von hier. Monster? Wer verhält sich denn gerade wie eins? Wait. Sofort aufhören. Warum hast du wegen eines einfachen Astralarzts solche Angst vor ihr? Du warst es sicherlich gewohnt, dass den Renäer sie hier einsetzen und euch dabei leider viel Leid zufügten. Warum sie so vehement meiden, wenn sie doch eine von euch ist? Weil Denäer wie sie nicht existieren dürfen. Sie dürfen es einfach nicht. Why? Das soll der Grund sein? I see. Ihr fürchtet sie also, weil sie nicht in euer Weltbild passt. Verstehe. Aber seid ihr nicht alle irgendwie ein wenig ungewöhnlich? Ihr habt einen renäischen Lord gestürzt und führt dieses Reich jetzt selbst. Es hätte eigentlich auch nicht so sein dürfen, oder? Huh? Ja schon, aber... Geschichte wird von denen geschrieben, die sich der gängigen Meinung widersetzen. Wer an der Front steht, wird oft als Abweichler gesehen. In diesem Sinne seid ihr beide ziemlich ungewöhnlich, aber ihr seid darin vereint, Dana von der renäischen Unterwerfung zu befreien. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass ihr beide Kampfgefährten seid. Das gefällt dem wohl nicht, wa? Du drückst dich wirklich gut aus. Ich glaube nicht, dass du diesen Kampf gewinnen wirst, Torvin. Sie hat echt viel erreicht.
Sie konnte das Licht aufspüren und half sogar bei deiner Rettung. Du solltest froh sein, dass jemand wie sie an unserer Seite ist. Was war das denn gerade? Sie ist eine große Bereicherung mit ihren Kräften. Hm. Uff, du auch, Bäfen. Aber ich schätze, du hast schon recht. Gut, ich sage nicht, dass ich sie völlig akzeptiere, aber zumindest verlange ich nicht mehr, dass sie aus Marksa verschwindet. Du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Ich werde dafür sorgen, dass man sich um dich kümmert. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Thanks. Oh, großartig. Danke. Wait. Verzeihung. Huh? Ich bitte euch darum, meine geschätzte Mitstreiterin nicht von uns wegzulocken. Sie ist eine der wenigen Seelen, die die Geschichte und Kultur dieser Welt wirklich schätzen. Was? Sie ist eine der wenigen Seelen, die die Geschichte und Kultur dieser Welt wirklich schätzen, so wie ich. Mit ihr zu reden bedeutet mir die Welt. Ich würde ihre Gesellschaft nur sehr ungern verlieren. Vielen Dank. Really? Hm? Du bist so witzig. Oh ja, klar. You're funny, hä? Pff, wirklich. Ihr beide teilt also die gleichen Hobbys. Ich muss schon sagen, je länger ich mit dir rede, desto normaler wirkt sie im Vergleich. Ich mag dich, Renea. Bist ganz dufte. Ich bin fertig für heute. Was hältst du davon, wenn wir zusammen was trinken gehen? Good. Ja, gern. Ich habe gerade das Gleiche im Sinn. Aber wenn, dann richtig. Lass uns die ganze Nacht durchtrinken, mein Freund. What? So kenne ich den aber irgendwie nicht. Alright. Das hört sich gut an. Ihr könnt auch gerne mitkommen. Heute gehen alle Getränke auf mich. Und Rinvel steht da und denkt Maybe sich nur... It's not so bad being a mage after all. Und Rinvel steht da und denkt sich nur... Was ist denn jetzt mit den Leuten auf einmal los? Ja, super. Und jetzt werde ich hier vor allen Dingen draußen stehen müssen, weil ich hier nichts trinken darf mit oder was? Oh, toll. What matters is that I found people who accept me for who I am. Mage or not. As long as I had that, I think I'll be okay. And after everything they've done for me, I guess I can't say it matters if they're Renan or not either. Lebe wohl, Magier. Huh, so hieß die Quest. Neugieriger Sammler. Schätze wohl, dass ich alle Artefakte wohl gefunden habe. Bezwinger der vier Lichter. Huh. Donnernder Verwüstung. Ja, hier kannst du haben, den Angriff. Auch wenn du den niemals benutzen wirst, weil du nicht in der Gruppe gerade bist. You're looking pretty content. Yeah. I feel like life's taking a turn for the better all of a sudden. Oh, that's good to hear. But why did you say you felt that way? Oh, why can't you be more like Dohalim? Huh? What? Ha, ich glaube nicht, dass ich das letzte Instrument gefunden habe. Das ist nicht gut. Was habe ich da eigentlich gerade bekommen? Das müsste ein Artefakt gewesen sein. War das das? Was habe ich bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, verdammt. Trommeln der Legende. Ah, okay. Kampfpunkte Super Boost. Okay. Und wo sind jetzt die Instrumente? Wie heißt die komische Quest nochmal? Nein, das ist falsch. Das hier ist es, glaube ich, ne? Ja, genau. Das geheimnisvolle Paar. Oh Gott. Das habe ich jetzt nicht rausgesucht.